Doch, irgendwas geht. Yeah! Darko, guten Morgen. Guten Mein Gott, hey, Morgen! Nein. mein Herz hat wieder hier Fahrt aufgenommen. Was war denn jetzt? Was hast du denn bekommen? Oder nicht bekommen? Erstmal habe ich gar nichts bekommen, aber jetzt zuletzt Jetzt gibt es noch eine zuletzt gibt es Aufforderung, noch eine die ich Aufforderung, annehmen die möchte. ich annehmen möchte. Ja, ich habe dich tausendmal eingeladen, keine Ahnung. Und jetzt bist du irgendwie ein bisschen leise. Warte mal. Ich bin Aber ich höre dich. Morgen, Darko, endlich klappt's mal. Morgen. Bist fit, oder? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, Mehr ja. oder Letzten Sonntag weniger. hat es ja nicht geklappt, ne? Ja, du. Hast da ganz schön Schreck versetzt, ja? Sorry Hast da, glaube ich, nur dafür. irgendwas gemacht? Erzähl mal. Bitte? Hast da nur irgendwas gemacht? Updates oder so für deine Kunden bis in die Ja, Nacht ja, oder ja, sowas? ja, ja. Am Tag Ja? davor gab es ja eine Warnung, eine Sicherheitslücke und dann musste ich erstmal alle Server updaten, alles Mögliche fertig machen und war dann irgendwann erst gegen 19:30 Uhr morgens fertig. Ach du Hab mich Scheiße. dann Und dann ruft der hingelegt und ja, dann Servicetechniker um war 10 an, vorbei. gell? Will ich. Ja, okay, verstehe ich. Alles klar. Ja, erzähl mal, du bist ja auch ein Solo-Selbstständiger aus Berlin. Korrekt. Machst ja ein bisschen was anderes wie ich, ne? Bisschen, ja. Erzähl mal, was machst du so? Ich bin selbstständiger ITler. Ja, hauptsächlich warte ich Rechner, Netzwerke, Server. Klar, hin und her aktiviere ich auch einen DSL-Anschluss, so ist es nicht. Okay. Also den letzten Punkt, ne? Nicht so wie du. Ich fahre jetzt nicht in. Fährst keine 500 Kilometer am Tag, oder? Nö, ich beschränke mich dabei auf Berlin und Umland. Okay, das heißt, was fährst du so am Tag im Schnitt? Auf 200 komme ich schon. Ehrlich? Ja. Naja, Berlin ist groß, ne? Okay. Vor allen Okay. Dingen. Das heißt, du bist so im Windows-Umfeld tätig, oder? Ja, Größtenteils. überwiegend, Hast überwiegend. du irgendwelche Windows-Zertifizierungen oder sowas oder machst du das alles Freestyle? Ich habe einige Windows-Zertifizierungen in MCSE habe ich gemacht, vor Okay. zig Jahren. Ja, und noch einige andere, kleinere. Ja, im Grunde genommen ist es das. Beruflich bin Ja, ich IT-Systemelektroniker. okay, wo hast du gelernt? So Telekom-mäßig irgendwas oder ganz irgendwo anders? Nee, nicht bei der Telekom. Nein, Ne? ich habe das Ganze schulisch gemacht damals. Ah, okay. Ja, und seit 2010 bin ich dann eben in der Selbstständigkeit mit 8 weiteren Kollegen. Das heißt, ihr habt so eine kleine Community oder wie? Genau, kann man mehr oder weniger so nennen. Ich meine, jeder ist Einzelkämpfer für sich, aber wir Ja, klar. ergänzen uns gegenseitig. Sollte jetzt irgendwie einer im Urlaub sein, übernehmen wir die Vertretung. Genauso übernehmen die meine Vertretung, wenn ich weg bin. Oder wenn Okay, das ich ist es super, mal zu ja. einem Kunden nicht schaffe, wo es gerade brennt, habe ich halt immer jemanden, den ich anrufen kann und der springt dann ein. Also ist schon ganz Ja, das ist okay. super, Ist ne? ganz Und es okay. funktioniert soweit alles. Also bisher gab es keine Probleme. Bisher Okay. funktioniert's. Ich hatte ja am Freitag, vielleicht hast du meine Story gesehen, hatte ich ja so einen Kunden, der mich, ja, der keine Ahnung hatte, aber alles besser wusste. Kennst du so Kunden auch, oder? Leider ja. Ja, leider, ja, Ja. gibt's oft, Also gell? am liebsten habe ich ja die, die dich zur Hilfe rufen. Ja, und du setzt dich dann hin und dann erklären sie dir, Ja, genau. was Ja, denn dann genau. das Der hat mir Problem auch ist. so viel erklärt. Na, ich hatte so einen Schädel nachher, als ich da Ja. rausgekommen bin. Und war wirklich froh. Aber natürlich, es gibt halt solche Kunden. Ne? Ah. Ich hatte jetzt auch ein Hilfeschreiben von einem Günther aus Fürth, dass der 6 Jahre jetzt Probleme hatte mit seinem Telefonanschluss. Also 6 Jahre ist natürlich schon krass. Ne? Ja, aber so Sachen gibt es halt. Ja, Darko, was ich mit dir bequatschen wollte, du warst ja jetzt in den USA, ne? Für mehrere Wochen. Hast deine Schwester besucht? Genau. Ich war für Genau. einen Monat Ja, erzähl mal drüben. ein bisschen was von den USA. War ja nicht das erste Mal jetzt für dich, oder? Nee, das war nicht das erste Mal, nein. War nicht das erste Mal. Nein, war nicht das erste Mal. Ich war jetzt für einen Monat drüben. Ja, was magst du denn hören? Welches Thema interessiert dich? Ja, alles im Prinzip. So die Einreisebestimmungen, Naja, die gut. Lebensweise, das Mobilfunknetz, die Internetgeschwindigkeit. Erzähl einfach mal ein bisschen. Okay, ich sag's mal so. Einreisebestimmungen, ja, jetzt ja sowieso ein bisschen härter durch Corona, ne? Ja. Aber im Grunde genommen war's das. Ist man drin,
merkt man nichts mehr davon. Die haben deutlich, wie soll ich sagen, deutlich das Ganze runtergeschraubt. Bei denen Also die ist ganzen Maßnahmen ja auch? absolut keine Maßnahmen. Also nichts, Ehrlich? was irgendwie vorgeschrieben ist. Jeder kann für sich präventiv entscheiden, was er machen möchte. Ja, aber Aha. wirklich vorgeschrieben ist da gar nichts. Also ich bin in Detroit gelandet und auf dem Flughafen noch klar, ganz normal, Maske hin und her. Nachdem ich durch die Passkontrolle durch bin und raus war, erstmal Maske runtergerissen, eine rauchen nach 8 Stunden, Ja, klar. dann war es das auch. Meine Schwester hat mich da abgeholt. Wir sind dann ins Restaurant gefahren, erstmal was essen, ins Restaurant rein ohne Maske. Als ob nichts wäre. Echt? Wirklich, ja. Als ob nichts wäre. Okay, wird aber in Deutschland so ein bisschen anders dargestellt, ne? Ja, mag sein. Ist es aber nicht. Also ich kann es aus Aha, erster Hand okay. bestätigen, es ist es nicht. Ins Restaurant ohne Maske, in jede Bar ohne Maske, in jede Diskothek ohne Maske. Krass. Ja, aber Okay. einkaufen ohne Maske. Ehrlich? Ach, das würde ich auch mal wieder gerne, ja. Einkaufen auch ohne Maske. Klar sieht man hin und wieder mal jemanden, der eine Maske trägt. Aber das Ja, ist dann die kann ja eigene jeder machen, wie er Entscheidung. will, ne? Wenn er Angst hat davor, ne? Naja, das ist aber dann die eigene Entscheidung. Das ist dann nicht vom Gesetz vorgeschrieben, sondern es ist die eigene Entscheidung. Man macht es präventiv für Okay. sich. Ne? Was ist denn das für ein Bundesstaat, Darko? Ich bin jetzt so Ohio. geografisch, bitte? Ohio. Ohio. Mhm. Okay. Und da Cleveland. war, okay. Und da war nichts großartig. Nö, nicht, dass ich irgendwas Großartiges gesehen hätte. Also das war total locker. Cool. Ja, wie gesagt, also die nehmen das ziemlich locker und da ist das Leben noch möglich. Also Okay. völlig Wahnsinn. anders als hier. Wahnsinn. Obwohl man hier so also in den Medien eher so ein bisschen den Eindruck hat, dass die USA so auch mit den Maßnahmen relativ. Naja, ich sag's mal so, deren Zahlen sind ja hoch. Keine Frage, ja. Deren Ja. Zahlen sind hoch, aber die sind trotzdem jetzt nicht so, dass die sagen, wir sperren alles zu oder wir schließen die Gesellschaft vom Leben aus oder Cool. nachfragen, bist du zweimal geimpft, dreimal geimpft, zeig mir mal dein Zertifikat. Sowas wie eine Corona-App kennen die gar nicht. Ja, es Ach, gibt auch kenne ich gar keine, nicht. nee, es gibt doch keine Anmeldung, kein hier Lukas, kenn mich ein oder was weiß ich. Krass. Nein. Schön. Nein, Wolltest du nein. nicht vielleicht dort bleiben, oder? Na, Okay, es das gibt ist natürlich nicht auch so, das Nachteile ist wahrscheinlich, nicht so oder? einfach, weißt du, hier, Ehrlich? Ja, wenn ist ich schon bin ja. klar. Was ist denn so, was ist da sonst so aufgefallen jetzt? Das klingt ja relativ positiv mit Corona. Wie ist denn dort so die Preisentwicklung? Spritpreise, du hast ja irgendwas mal gepostet, gell? Willst du die wirklich wissen? Erzähl mal, Dann ja? wirst du aber neidisch. Ich meine, ich bin neidisch Ja, in ich Deutschland. glaube, ja. Also, bei denen kostet eine Gallone Benzin 2,90 $. Eine Gallone sind fast 4 Liter, 3,8 Liter. Fast 4 Liter. 2,90 entspricht circa 2 Euro. Und die meckern, dass es zu teuer ist, weil es war schon billiger. Ach, krass. Ja. Krass. Aber ist auch teurer geworden, oder so Ja. gegenüber früher, oder? USA. 2014 war ich das letzte Mal da. Also jetzt das vorletzte Mal. War ich Ja. 2014 da, da hat meine Schwester ihr Auto für umgerechnet 15 Euro vollgetankt. Nein. Doch. Ich habe Geil. sogar ein Video davon, das kann ich dir gerne mal zur Verfügung stellen. Nee, bitte nicht, sonst fange ich heulen an. Nee, lass mal. Ja, sieht natürlich anders aus, wenn wir an der Tanksäule stehen, ne? Also ich Okay, und die verkenne mich anderen da. Preise so? Und die, Darko, und die anderen Preise, Lebensmittel und sowas? Würde ich sagen, etwas günstiger als hier, aber das hält sich wirklich Okay. in Grenzen. Es hält sich in Grenzen. Das sind nicht sehr große Unterschiede. Ja, vielleicht, wenn überhaupt, dann etwas günstiger. Okay. Und gibt's auch irgendwas Negatives zu berichten von den USA oder ist alles Natürlich, klar. Du kannst ja nicht nur Friede, Freude, Positives mitnehmen. Eierkuchen? Was? Kannst nicht nur Positives mitnehmen. Zum Beispiel deren Plastikpolitik. Ja. Wo ich mich so aufgeregt habe, weil bei uns hier ja, verbannen sie Plastik vom Planeten sozusagen, Ja. erhöhen die Steuer und was weiß ich alles. Jetzt zahlst du schon für Papiertüten im Einkaufsladen. Die Papiertüte hält da nichts aus und geht dir
kaputt auf einem halben Weg und was weiß ich. Ja. Und bei denen ist es so, du kriegst qualitätvolle Tüten, wenn du sie kaufst. Wenn du keine kaufen möchtest, gibt es diese einfachen Plastiktüten, die halten aber wiederum nichts aus. Deswegen packen die zwei Artikel pro Tüte. Ja, und Ach dann so, kommst du nach geil, Hause ja. mit 68 Plastiktüten. Und musst dir mal Okay. vorstellen, bei 330 Millionen Einwohnern, Ja, da kommt was was da zusammen, an gell? Plastik zusammenkommt, Ja, ja, das ist da Wahnsinn. können wir hier nichts drehen. Das können wir Ja, vergessen. eben. All das, was wir Deutschland hier hat ja so tun. den Eindruck, sie könnten alleine so das Klima, Nee, den keine Klimawandel Chance. schaffen. Es, naja, anderes Thema. Wir wollen ja unpolitisch bleiben. Okay, das ist ja ähnlich wie in Italien. In Italien ist ja auch so, da kommst du irgendwie zur Verwandtschaft und dann packen die erstmal Plastikteller aus, Plastikbesteck ohne Ende und danach wird es weggeworfen. Also, Das wie ist gesagt, denke ätzend. ich auch mal. Wenn ich den erzähle, hier bei uns werden jetzt Plastikstrohhalme verboten, ja, dann kriegst du so ein mitleidiges Lächeln und die denken wahrscheinlich aus, seid ihr noch ganz dicht. Ne? Genau, so Was sieht's hat's aus. denn sonst noch? Darf ich fragen, was macht deine Schwester beruflich dort? Arbeitet die, oder? Sie ist Zahnarzthelferin, Okay. aber macht gerade eine Schulung, weil bei denen gibt es ja keine Zahnarzthelferin in dem Sinne. Die hat ja, als Zahnarzthelferin hat sie ja hier gelernt, in Deutschland, Aha, okay. und ist dann rübergezogen. Und da es dort keine Zahnarzthelferin gibt, dort gibt es sozusagen nur diesen Dental Hygienist. Also die Hygiene, Zahnhygiene, das ist aber von der Hierarchie über dem über der Zahnarzthelferin. Aha, okay. Macht sie jetzt noch das letzte Semester fertig und dann kann sie anfangen zu arbeiten. Okay. Wie lange ist deine Schwester schon in den USA? Die ist seit 2001 da. Seit 2001. Und fühlt sich wohl? Alles gut? Hat es nicht bereut? Ich sag's mal so, sie hat jahrelang Berlin hinterher getrauert. Ehrlich? Ah, Ja, okay. weil sie ist auch ein Berliner Kind. Die Ah, hat okay. Berlin jahrelang hinterher getrauert, aber mittlerweile hat sie sich dran gewöhnt. Und jetzt, wo sie letztes Jahr da war, meinte sie dann, zurückziehen. Könnte ich nicht. Ach was? Das hat sich dann so Das hat geändert. sich jetzt umgeswitcht. Also komplett. Okay, krass. Krass. Wie Komplett. oft gehst du in die USA? Jedes Jahr oder? Nee, nicht jedes Jahr. Nicht jedes Jahr. Das letzte Mal war ich, wie gesagt, 2015 da und dann halt 2021. Ah, okay. Also nicht jedes Jahr, aber wir wollen ja jetzt auch schauen, dass es ein bisschen öfter wird und ja, gucken wir mal. Das ist Okay. nicht gerade um die Ecke, ne? Also das ist ja das, Ja, was so ein genau. Wie lange fliegt bisschen. man da? USA, ich hasse Langstreckenflüge. Gerade wegen Rauchen. Ja, du, ich habe das einfach so geklärt, dass ich die letzte Nacht nicht geschlafen habe. Ach so, Hab okay, die ja, so kann man es gepackt, machen. was weiß ich. Und als ich dann in den Ja. Flieger rein bin, war ich Okay. direkt weg. Was auch gut war, weil dadurch sparst du dir den Jetlag. Ja, ach Du so, ja, bist okay, ja. sofort auf deren Zeit eingestimmt Aha. und kannst sofort loslegen. Cool. Da hast du direkt Flug gehabt oder musstest du nochmal irgendwo umsteigen, Nein, oder? ich musste in Amsterdam umsteigen. In Amsterdam, ja gut, okay, das ist der Katzensprung weg Ja, von Berlin. nix. Naja, Absolut okay. nix. Coole Sache. So, was mich jetzt natürlich als Servicetechniker in dem Bereich interessiert, ist natürlich so, sagen wir mal, die Internetanschlüsse in den USA, WLAN, das Mobilfunknetz. Wie war das denn für dich? Darf ich fragen, was du für Netz nutzt als bei dir zu Hause? Bei mir zu Hause Vodafone. 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 Okay, wie läuft es an den USA? Ich glaube, die haben ein ganz anderes Netz irgendwie, eine andere Frequenz irgendwas, gell? Na, ich habe jetzt, ob die jetzt eine andere Frequenz haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht. Aber mit den Ja? ganz normalen europäischen Handys kommt man Kommst online ganz normal rein? alles ganz normal. Okay, Alles ganz wie sieht es da normal mit den nur. Roaming-Kosten aus? Ist das inklusive dann bei Vodafone oder Nein. wie läuft Nein. es? Nee, wahrscheinlich nicht, ja? Nein, das war auch ziemlich hart. Warte mal, ich sag dir das gleich mal. Am Mensch, ich höre hier Tag so leise, das gibt es doch gar nicht. Warte mal, ich versuche mal. waren es, glaube ich, 4,99. Am Tag 4,99. Die Woche 14,99.
Okay, aber dann Flatrate, oder? Ja, aber je nachdem, wie du was buchst, ne? Ich habe das Ganze so geregelt gehabt, dass ich mir einfach eine Prepaid-Karte geholt habe drüben. Ah, okay, dann hattest du dort eine Prepaid-Karte und die ist Genau. natürlich wesentlich günstiger, oder? Genau, und hab's dann ins Handy reingelegt als zweite Karte sozusagen. Okay. Und ja, dann einfach nur markiert, online gehen über die zweite Karte und gut ist. Okay, wie sind die so WLAN-mäßig ausgestattet? Auch überall WLAN, oder? Ja, also in Cafés und Bars auf jeden Fall. Okay. So auf der Straße eher nicht. Also so Ah, okay. Hotspots, wie es bei uns, naja gut. Bei uns wurden sie ja jetzt auch abgeschaltet, also zumindest in Berlin. Ehrlich? Warum? In Berlin, oder? Ja, die Finanzierung, die wird wohl nicht weiter verlängert. Aha, okay. Aber das habe ich in Amerika auch nicht gesehen, dass jetzt auf der Straße irgendwo WLAN offen. Aha, okay. Nee. Und die Internetanschlüsse sind in den USA. Was hat deine Schwester zum Beispiel für einen Anschluss? Na, Wie die sind da die hatten Kosten? Kann man da was sagen? Glasfaser Gigabyte, 1 Gigabyte symmetrisch. 1 Gigabit symmetrisch. Für einen Privathaushalt, oder? Das ist ja normal. Das ist. Du, Ja, wenn krass. die, du weißt es ja selbst. Also wenn die Glasfaserleitung erstmal steht, Ja, klar, dann geht was du da natürlich alles an durchschickst, Geschwindigkeit. Logisch. ne? Ja, klar. Und was bezahlen die dann im Monat für ein Ich glaube. Gigabit symmetrisch? Da können wir ja nur träumen davon, Ja, ne? da können wir wirklich nur träumen. Ich glaube, Ja. $37 oder so waren das. Also. 37 Dollar. Wahnsinn. Nee, Also bei uns kosten symmetrische Gigabit-Anschlüsse. Bitte? sorry, es waren 0,5 Gigabyte. Also ein halber. Ja, reicht ja auch, Ja, ne? aber für $37, ich bitte dich. Ja, das ist ein Witz, genau. Und dann nur symmetrisch, das ist ja echt ein Traum, Ja, gell? ja. Da sind wir in Deutschland noch weit, weit weg. Ja. Ne? Ja, von der Internetgeschwindigkeit sind die schon top. Also da sind die schon top, obwohl, wenn man sich so deren Installationskunst anguckt, dann ist das nicht so toll. Wenn du auf die Straßen guckst Okay. und alles ist überirdisch verlegt, weißt du, dann ist Ja, das schon genau. top. Das sieht das genau. So Oberlandleitung gibt es da noch viele, gell? Genau. Zweimal hatten Okay. wir sogar Stromausfall. Nein. Doch. Wo ich mir dachte, so, was ist denn hier los? Und mein Schwager so ganz locker. Der ist auch übrigens auch ITler, ja. Total locker, so, ach, das Ah. ist hier normal. Wie normal? Wir sind doch nicht auf dem Dorf. Der so, naja, bei uns ist das normal. Bei uns ist alles überirdisch verlegt. Ne? Und wenn da was aufraucht, dann ist das halt so, ne? Aber hat nicht lange gedauert. 5, 6 Minuten, dann war wieder alles da. Krass, ja, das kommt bei uns auch bald, Darko, Wer ne? weiß. Ja. Die Apokalypse kommt. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das wird nicht besser, ja. Ja, und dein Schwager ist Amerikaner, oder? nein, der ist Bosnier. Ah, Der okay. kommt aus Bosnien. Ja, hat sich damals während der Kriegszeit dazu entschieden, nach Amerika auszuziehen oder auszuwandern. Ja, cool. Und das ist irgendwie jetzt 30 Jahre her oder so. Ja, und hat sich dort halt ein Leben aufgebaut. Cool. Und macht auch IT, oder? Als Angestellter oder als Der ist Selbstständiger? Angestellter bei Oracle. Bei Oracle. Okay, cool. Ja, mit denen hatte ich auch schon zu tun, ja. Ganz hohes Tier. Bitte? Ein ganz hohes Tier, sage ich. Ehrlich? Ja. Also bei Oracle auf Okay, jeden cool. Fall. Er ist bei Oracle ein ganz, Cool. ganz hohes Tier. Aha. Ja, gut, in den USA ist ja alles ein bisschen schwieriger mit den Arbeitsverhältnissen, ne? Kündigungsschutzgesetze und so kennen die ja gar nicht, Gibt gell? es nicht. Gibt es nicht. Genau, gibt es nicht. Allerdings, Hire and fire, ne? genau, allerdings ist es dort, ich meine, ich kann nur davon sprechen, wie es jetzt aktuell in der Stadt ist, wo meine Schwester lebt. Ne? Von Ja. anderen Städten und anderen Gebieten kann ich jetzt erstmal gar nicht sprechen. Okay. Mein Schwager hat auf jeden Fall zu mir gesagt, er hätte absolut keine Angst, dass er seinen Job verliert. Weil selbst wenn er ihn verliert, innerhalb eines Tages findet er 5 neue. Ach Ja, was, ist es weil so? dort bei denen ist es einfach so, du läufst in eine Firma rein, stellst dich vor, guten Tag, ich suche einen Job und die fragen dich, was kannst du? Ne? Okay, Ja, ich krass. kann hier und da, ja, dann mach. Okay, ich wollte bloß mal kurz sagen, wer noch eine Frage hat, dann Darko in dem Bereich, einfach mal stellen, kein Problem.
Darf ich mal fragen, wie ist denn in Berlin so, wie ist dargestellt mit den Bandbreiten? Habt ihr überwiegend Glas oder habt ihr noch mehr Kupfer? Wie sieht es denn da so aus? Was würdest du Also sagen? wir haben noch mehr Kupfer. Ja, wie wir Leider. auch, ja. Leider. Also ich habe sogar ein paar alte ISDN-Leitungen sogar in letzter Zeit gesehen, hier mit richtig Ja, NTFA klar. und so. Habe ich Also auch noch mit oft, ja, Splitter dran ISDN. und alles Mögliche, wo man sich noch an den Kopf fasst und sagt, oh mein Gott, wie geht sowas? Ja, Entwicklungsland Deutschland in dem Ja, Bereich, das ist du, das unglaublich. ist leider so. Muss man echt sagen. Ich persönlich habe zu Hause einen Kabelanschluss Ja, von ich auch. Vodafone. Ja, Das ich liegt auch. aber damit zusammen, dass der Komplex hier Business- oder Großverträge mit Vodafone hat und wir Okay, was dementsprechend. hast du für Bandbreite denn, Ich habe Marco? mir jetzt eine 250er gebucht, weil mir das reicht. Ja, Ja, aber ich auch, ja. Mit prinzipiell 25, glaube ich, Upload oder sowas. 25 Upload, genau. Ja, genau. Haben wir gleiche Tarif, genau. Aber Brauchst prinzipiell ja ist auch. hier ein Giga möglich. Warte mal, hier schreibt einer rein. Warte mal kurz. Oh Gott. Ist irgendwie schon weg, oder? Siehst du noch was? Was? Mit Kreditkarten irgendwas? Ja, Ich kann es nicht ich sehen. lese es auch gerade. Warte mal, mich würde interessieren, wie Sie Ihr Leben finanzieren, wenn jeder 5 Kreditkarten hat. Arbeiten Sie dann nur für die Kreditkartenabrechnungen? Naja, ist ja die Ja, gibt's, Frage. gell? Soll es geben in den USA? Ja, natürlich, klar. Ja, Kreditkarten haben und die Kreditkarten auch wirklich benutzen, sind ja zwei Paar Schuhe, ne? Ja. Und wie in jedem Land muss man da natürlich auch schauen, wie weit man halt kommt, ne? Und was man sich leisten kann und was man sich nicht leisten kann. Also, dass jeder 5 Kreditkarten hat, mag wohl sein, ja, weil bei denen läuft dort alles über Kreditkarten. Ja, Ist wohl okay, also es richtig. gibt gar kein Bargeld mehr, oder? Du hast alles, auch alles mit Karte bezahlt, und wie läuft es? Folgendes, was mich gewundert hat, ich bin mit meiner Kreditkarte, mit meiner deutschen Kreditkarte, bin ich an einem Ja. Geldautomaten ran, hab die Kreditkarte reingeschoben, wollte 500 Euro abheben. Und der Automat hat mich jedes Mal abgeblockt. Jedes Mal hat er mir kein Geld rausgegeben. Ich habe Okay, mich dann warum? angefangen zu wundern. Ja, dann habe ich mit meinem Schwager gesprochen und mein Schwager meinte, hey, ja, hier bei uns, sagt er, kannst du maximal 300 abheben. Aha, okay. Ne? Das ist eine Weil die maximale machen Auszahlungsgrenze. mit Bargeld machen die anscheinend gar nicht viel. Ja, Das heißt, du deswegen. zahlst im Prinzip alles mit Karte dort, Ja, oder? genau. Die zahlen alles mit Ja. Karte. Alles mit Karte, ja? Alles absolut mit Karte. Und auch, selbst wenn sie Kaugummis kaufen für 20 Cent, dann zahlen sie das mit Karte. Ach, krass, ja. Naja, gut. Wollen sie ja bei uns auch einführen, ne? Wir schauen mal, wie es. Ich hoffe Aber die nicht. Deutschen lieben ja ihr Bargeld, ne? Schauen wir mal, wie das ausgeht. Ja, okay, auf jeden Fall sehr interessant. Ich kriege irgendwie die Kommentare nicht geöffnet. Das ist irgendwie so ganz komisch. Oh, gibt ja keine. Da ist ja irgendwas gekommen, aber ich kriege es nicht gescrollt. Also ich hasse dieses Insta-Live. Wenn du bei TikTok 1000 Follower hättest, dann könnten wir bei TikTok live gehen. Das ist wesentlich angenehmer. Ja, aber Okay. ich denke mal, haben so alles so ziemlich geklärt, Darko. Ja. Hast schon gefrühstückt? Nee, noch nicht, aber werde Noch mich nicht, gleich dran genau. machen, ja. Genau, so geht es mir auch. Der Frühstückstisch ist gedeckt. Wie ist das Wetter bei euch in Berlin? Hat geschneit. So wie bei dir. Ehrlich, hat es geschneit? Ja. Okay, aber so viel Schnee wie bei uns liegt nicht, oder? Na, Oder leider noch. habt ihr Kann auch, ja mal sag, gucken. Warte mal. ja, zeig mal, komm, lass mal Unten. rausschauen. Wo wohnst du, in welchem Stadtteil? In Rudow. Warte mal, ich drehe Wie? mal so. Nee, also nicht so viel. Weiß ja gar nichts. Ach komm. Ist schon Ja, geschmolzen. da ist er gar. So die Hälfte. Ja, nee. Ja, gut, bei uns hat es natürlich ein bisschen mehr Schnee, ne? Ist natürlich geografisch bedingt, aber gut, sind wir natürlich gewohnt. Jo. Solange es so ist, ist jetzt eigentlich auch kein Problem, ne? Naja, ist kalt, Aber eins ist ist sicher, kalt. Darko, ich besuche dich irgendwann mal in Berlin, Mach gell? das, sehr gerne. Haben wir ja Mach das, ausgemacht, gell? genau. Mach das mal. Wie diese ganze Corona-Kack Hast mal du mein vorbei ist T-Shirt und wenn wir mal richtig gesehen? schön feiern gehen können. Was ist das hier? Das ist leider seitenverkehrt. Aber was heißt es? Erzähl mal. Wenn alles andere fehlschlägt.
Oder wenn alles andere nicht funktioniert, Steuerung Alt entfernen. Ist okay. Habe ich mir aus der USA mitgebracht. Okay, schön, ja. Klamottenmäßig auch alles günstig oder? Günstiger als hier. Günstiger als hier sogar Günstiger noch. als hier, definitiv. Okay. Definitiv. Also die leben schon ein, würde ich sagen, sehr, sehr gutes Leben. Ja? Sehr, ja. Naja, der Ja, Standard ist kommt ja immer ein extrem bisschen auf höher. den Bundes oder auf den Bundesstaat an und so, oder? Denke ich auf die Region. Gibt Das kann natürlich auch sein. Gegenden, da ist es schon, ja, Das kann sein. schwierig, Also oder? da kann ich jetzt nicht mitreden, weil, wie gesagt, ich kenne es ja nur dort. Ne? Ja, klar, verstehe ich. Aber die leben schon ein sehr, sehr qualitätvolles Leben. Der Standard, der ist viel höher. Jeder hat ein Haus. Ne? In Mietwohnungen wohnt so gut wie keiner. Ach was? Nee, gibt's nicht. Also Gibt's nicht? fast nicht. Gibt schon, bestimmt, aber Ja, okay. ich habe jetzt niemanden kennengelernt, der jetzt irgendwie in einer Wohnung lebt. Krass. Es ist schon wirklich, also alle haben Haus, alle zahlen das, klar, die zahlen das alle ab. Das wird schon nicht Cash gekauft worden sein, Ja, klar. aber die Möglichkeit einfach zu haben, ne, wo hierzulande unsere Banken ja schon streiken und sagen, Kollege, mach mal 20% Vorleistung, Ja, ist genau. es bei denen ganz anders. Ach was? Ja, man hört ja so, die Kreditvergaben sind da anders, aber ja, die Verschuldung ist auch teilweise höher. Man kommt natürlich dann auch teilweise in Bredouille, ne? Manche Menschen, ist klar, ja. Ja, klar, natürlich. Also So gut, ist das. Darko, dann würde ich sagen, wir Alles gehen jetzt klar. frühstücken, oder? Auf jeden Fall. Danke, dass es geklappt hat heute. Gerne. Und Hab mich sorry gefreut nochmal für und letztes Mal, aber da war ja, kein ich. Thema. Ihr habt ja gesagt, wenn es heute klappt, ist alles Ja. verziehen. Alles klar. Ich besuche dich mal in Berlin. Mach das auf jeden Wir Fall. halten Kontakt. Na Ja, ich sag klar. mal allen anderen, danke fürs Zusehen und ja, schönen Sonntag. Ebenso. Was machst du heute? Was ich heute mache, man muss mal überlegen. Ich muss heute Abend noch in einem Café vorbeischauen, beziehungsweise in einer Bar. Ja, beruflich. Ja. Ist schwer zu sagen, wenn du in so eine Location gehst, dann ist es echt schwer zu sagen, ob du da privat bist oder beruflich oder wie auch immer. Also, Ich gehe aber da erstmal gerne beruflich. privat hin, ja, aber es ist Okay. auch ein Kunde von mir, also ist das ein Ah, okay, bisschen verstehe. Ja. schwer zu differenzieren, Wie ja. praktisch, wie praktisch, gell? Genau. Also gut, super, Taco. Also, dann liebe Grüße aus Bavü und schönen Tag euch allen, ne? Liebe Grüße zurück aus Berlin und ja, haltet die Ohren steif. Genau, machen wir, gell? Wir versuchen es. Alles klar, Gerne. Taco, gell? Alles Bis klar. dahin, bye Bis bye. dann. Tschüss.